Es ist noch nicht passiert, aber es könnte durchaus passieren. Hier ist meine Vorhersage, was in Zukunft mit Ihrem Vermögen passieren wird. In den nächsten 10 Jahren wird ein ziemliches Chaos herrschen. Warum? Lassen Sie mich erklären. In den 1960er Jahren mochte meine Generation, die Babyboomer-Generation, keine Aktien. Um die Boomer zum Aktienkauf zu animieren, brachte die US-Regierung dann 1974 dieses Ding namens 401k heraus, den amerikanischen Rentenfonds. Ich würde einen 401k niemals anfassen. Ähnlich wie beim Vorschreiben der Maskenpflicht sagen sie dir auch beim 401k, wo du investieren darfst. Ich weigere mich, das zu tun. Aber das muss ich auch nicht, denn als Unternehmer schaffe ich mir mein eigenes Vermögen. 1987 stürzte der Aktienmarkt ab. Greenspan präsentierte prompt eine Lösung. Er war der Mann an der Spitze unserer Federal Reserve Bank. Bitte beachten Sie, die Fed ist nicht die US-Regierung. Greenspan führte das Plunge Protection Team ein. Seine Rochade wird heute als Greenspan-Put bezeichnet. Im Grunde sorgte er mit dem Greenspan-Put dafür, dass jedes Mal, wenn Aktien abstürzen, sie automatisch vom Plunge Protection Team aufgefangen werden. Also sind Aktien seitdem de facto geschützt. Das gab den Boomern Vertrauen in Aktien. Wegen des 401k sind nun die meisten Amerikaner, die jemals ein Gehalt bekommen haben, an einen 401k gekoppelt. Sie besitzen dank des 401k-Pensionsplans zumindest indirekt Aktien. Dann kamen die Kryptowährungen und machen seither unserem klassischen Geldsystem Konkurrenz. Dann entschieden die Zentralbanken dieser Welt, während der Corona-Krise wieder verstärkt Gold zu kaufen. Sie vermeiden aber bewusst das Wiederankoppeln unseres Geldes an Gold. So lassen sie der galoppierenden Inflation bewusst freien Lauf. Denn das wiederum ist gut für den Schuldenabbau der Regierungen. Und jetzt wollen so ziemlich alle Zentralbanken digitale Währungen einführen. Natürlich nicht auf Blockchain-Basis. Nein, das würde ja die Inflation stoppen. Unsere moderne Geldtheorie ist ziemlich marxistisch. Die Konsequenzen in den kommenden 10 Jahren werden schrecklich sein. Das ist meine Vorhersage. Die Regierung wird irgendwann sogar unsere Gedanken kontrollieren. Sie werden kontrollieren, wie viel Luft wir atmen. Beim Digitalgeld kann man nämlich jede Transaktion nachverfolgen. Sie werden kontrollieren, wie wir an Geld kommen, wie viel wir verdienen, wo wir es ausgeben, wohin wir damit reisen. Sie werden alles über uns wissen. Das nennt man Totalitarismus. Ich weiß natürlich nicht, was die Zukunft bringt, aber ich vermute, dass wir uns in diese Richtung bewegen. Welche Investments schlage ich in Anbetracht dieser düsteren Aussichten vor? Gold, Silber, Kryptowährungen, Sachwerte. Gold ist eine gute Investition, weil alle Zentralbanken der Welt jetzt wieder Gold besitzen. Also werden sie nicht zulassen, dass der Goldpreis abstürzt. Sie werden alles tun, um sicherzustellen, dass der Goldpreis hoch bleibt. Das gilt auch für die anderen 3 Edelmetalle, Silber, Platin und Palladium. Kryptowährungen hingegen können abstürzen. Da ist kein Sachwert hinterlegt und da wird extrem viel spekuliert. Aber Kryptowährungen sind nicht ohne Grund ein Dorn im Auge der Zentralbanken. Deshalb mag ich Bitcoin und Ether. Ich mag alles, was die Fed nicht mag. Ging es nach den Zentralbanken, wären Kryptowährungen schon längst verboten. Von China über Europa bis in die USA arbeiten nun alle Zentralbanken an digitalem Geld. Sie wollen den dezentral aufgestellten Kryptowährungen Konkurrenz machen. Die Europäische Zentralbank macht das, ebenso wie die japanische Zentralbank und die chinesische Zentralbank, weil sie alle keine Kontrolle über Kryptowährungen haben und Krypto so erfolgreich ist. Und das neu erfundene Digitalgeld der Zentralbanken wird selbstverständlich nicht limitiert sein. Ein entscheidender Vorteil für Bitcoin und Co. Aber staatlich kontrolliertes Digitalgeld hat auch ein paar Vorteile. Wenn es dann irgendwann die elektronische Fedcoin gibt, dann werden wir eventuell die vielen Geschäftsbanken los. Momentan ist es noch so, dass unsere Notenbank Geld druckt und es dann den Geschäftsbanken zum Verleihen gibt. Diese Zwischenhändler könnten wir uns dann sparen.
Wenn die Fedcoin kommt, brauchen wir eigentlich überhaupt keine Banken mehr. Kreditkarten, Immobilien oder Studentenkredite könnten verschwinden. Ich sage nicht, dass das passieren wird. Das ist nur eine Option. Es könnte passieren. Wenn die Fedcoin kommt, dann bin auch ich pleite, weil ich mir Geld von Geschäftsbanken leihe, um durch die Rückzahlungen kreditwürdig zu bleiben. Jemand wie ich hat bisher einfach Schulden gemacht und damit dann Vermögenswerte erworben. Das ist dann auch noch steuerfrei für mich, weil Schulden steuerfreies Geld sind. Sowas lernt man nicht in der Schule. Die einzige Möglichkeit, wie Geld in unserem System entsteht, ist, dass Leute wie ich Geld leihen. Es geht also nicht um das Geld an sich, sondern wie sie als Einzelner mit Geld umgehen. Und da gibt es so einige Möglichkeiten. Unser Schulsystem ist absichtlich so gestaltet, dass es uns nichts über Geld beibringt. Aber dieses Manko ist leider auch ein guter Nährboden für Marxismus und für kommunistisch garantierte Grundeinkommen. Stimulus-Schecks sind nichts anderes als garantierte Grundeinkommen. Die Regierung tut so, als würden die Empfänger dieser Schecks nicht mehr in der Wirtschaft gebraucht. Das fühlt sich verdammt nach Kommunismus an. Einer meiner Krypto-Freunde hat vorausgesagt, dass Bitcoin in den kommenden 10 Jahren auf 1,2 Millionen Dollar steigen wird. Das würde bedeuten, dass die Marktkapitalisierung von Bitcoin im Jahr 2031 bei etwa 250 Billionen Dollar liegen wird. Max Kaiser wiederum sagt, 250.000 Dollar ist das Maximum. Meine eigene Kalkulation sagt, 228.000 Dollar vorher. Keiner weiß es genau, aber Fakt ist, da gibt es noch richtig viel Luft nach oben bei den Kryptowährungen. Ich beobachte momentan den Silberpreis. Ich denke, dass Silber auf 100 Dollar pro Unze steigt. Und wenn das erstmal der Fall ist, dann mache ich eine Menge Geld. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es 2 große Favoriten und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1, sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt, extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen, wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2.000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt,
und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales, mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.